Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und wir hatten kürzlich das Cube WP10 im Angebot für ca. 117 Euro bei Gearbest. Vielleicht habt ihr es gelesen, vielleicht habt ihr euch sogar eins bestellt. Meins ist jetzt auf jeden Fall angekommen und das ist ein Windows 10 Mobile Smartphone des chinesischen Herstellers und das schauen wir uns heute mal an. Bevor ich jetzt das Ding auspacke und dann einrichte, erstmal ein bisschen was zur Hardware. Das hat einen Qualcomm Snapdragon 210 Prozessor, 212 Prozessor, Verzeihung, das ist dasselbe wie im Lumia 650. Außerdem 2 GB Arbeitsspeicher und das Highlight im Prinzip ist das 7 Zoll Display, also das heißt, das ist wirklich enorm eigentlich. Und ja, ich mache es jetzt einfach mal auf. Okay, so. Das wurde schon vom Zoll geöffnet. Okay, so, hier ist das Gerät. Ist auch eine Display-Schutzfolie vorne drauf. Kann man hier entfernen. Okay. Und genauso auch auf der Rückseite. Okay, das Gerät ist, wie ihr vielleicht sehen könnt, enorm. Ich lege mal jetzt mal so das Lumia 950 drauf und jetzt seht ihr auch den Vergleichswert. Das ist 5,2 Zoll und das sind 7 Zoll. Also das ist nichts für die Hosentasche, auf jeden Fall. Aber kommen wir mal zum Gerät selbst. Also vorne ist Glas. Ich glaube, das ist Gorilla Glass, sondern Dragon Trail Material, also eine Verglasung, die dafür sorgen soll, dass das Smartphone eben beim Runterfallen nicht sofort bricht. Also das Display. Auf der Rückseite fühlt sich das auch an wie Glas, aber dafür nehme ich jetzt wirklich mal die Folie runter. So. Also auf der Rückseite, das was aussieht hier wie Glas, ist tatsächlich Plastik, aber fühlt sich ziemlich hochwertig an. Ist ein Polycarbonat, wie wir es auch beispielsweise vom iPhone 5C kennen. Gut verarbeitet. Auf der Seite haben wir einen Metallrahmen und hier die 2 bzw. 3 Plastik-Buttons. So, dann schalte ich das Ding mal ein. So, eine ziemlich starke Vibration. Schauen wir uns noch ein bisschen was vom Gerät an. Hier ist noch ein Sticker. Außerdem an der Unterseite haben wir einen Micro-USB-Ladeanschluss. Oben der 3,5 mm Headphone Jack. Also, okay. So, hier ist Windows 10 Mobile interessanterweise schon eingerichtet. Ja, das Display ist neben dem, dass es ziemlich enorm ist, eigentlich ganz okay von der Qualität her. Die Skalierung ist riesig und der Touchscreen, der gefällt mir nicht ganz. Der klickt jetzt, also vom Gefühl her, ein bisschen zu viel auf das, wo ich drüber wische. Das Problem gab es schon bei anderen Smartphones, beispielsweise beim Lumia 535. Und ich hoffe, dass sich das nach dem Abwischen dann, das machen wir gleich einmal, auch lösen wird, dieses Problem. Ansonsten ein sehr dünnes Gerät. Biegen und brechen wird wahrscheinlich kein Problem sein. Will ich aber jetzt gar nicht machen. Ja, von der Displayqualität kann man nur sagen, ist okay für ein HD-Display. Blickwinkelstabilität ist ganz gut. Das ist ein IPS-Panel, also kann man auch wirklich nichts dran aussetzen. Probieren wir mal die Helligkeit, die wir hier jetzt auf... Ja, das ist die höchste Helligkeitsstufe, das sieht auch ganz gut aus. Denke ich, wird auch im Sonnenlicht bedienbar sein ohne Probleme. Und ja, mehr gibt es eigentlich bislang nicht zu sagen. Ich werde das jetzt über die nächsten 1-2 Wochen ausprobieren. Und dann gibt es auch ein umfassendes Review auf WindowsArea.de. Aber das war es eigentlich schon vom Smartphone. Jetzt schauen wir nochmal ganz kurz in die Verpackung rein. So, hier. Das wurde natürlich auch vom Zoll ein bisschen durchstöbert. Hier haben wir irgendwelche chinesischen Bedienungsanleitungen. Brauchen wir alle nicht. Und was es noch dazu gibt, ist so ein ganz billiges Micro-USB-Kabel zu USB-A. Es ist im Prinzip wirklich nur zum Aufladen da und zum Übertragen von Daten. Einen Adapter für die Steckdose gibt es nicht. Das ist aber auch gut so, weil man hätte ohnehin nichts damit anfangen können, denn man bekommt da meistens die amerikanischen Stecker mitgeliefert. So, das war es auch schon vom Cube WP10 und von mir. Ich danke euch fürs Zusehen und wenn ihr dann unser schriftliches und vollständiges Video-Review sehen wollt, dann abonniert einfach den WindowsArea.de-Kanal. Ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!